kam der Leutnant von der Garde und lud sie ein zum Maskenball. Bei uns ist heute Maskerade und du sollst meine Tänzerin sein. Da rief sie: Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Vom vielen Tanzen ward sie müde und legte sich dann auf ein Bett. Da kam der Leutnant von der Garde und raubte ihr die Unschuld weg. Da rief sie: Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? In Stücke wollte sie sich reißen, ins tiefe Wasser wollt sie gehen. Jedoch der See war zugefroren und keine Öffnung war zu sehen. Da rief sie: Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Dann kam der Leutnant von der Garde und sprach zu ihr: Mein liebes Kind, mit dem Ertrinken musst du warten, bis dass die Wasser offen sind. Da rief sie: Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Nun hat sie all ihr Glück verloren und kehrt zurück ins Vaterland. Dort hat sie dann das Kind geboren, den Vater hat es nie gekannt. Da rief sie: Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Heimat, süße Heimat, wann werden wir uns wiedersehen? Nunmehr kommen wir zu Otto Darmstadts Studentenzeit. Während andere Studenten demonstrierten, hatte er in seinem Kämmerlein gesessen und Gedichte gemacht. Gastmann kommt, er fordert 10 Mark 50 Ons und bin ich mit dem Geld grad knapp, dreht er das Gas ganz einfach ab. Wer hat Angst, wenn der Lichtmann kommt, er fordert 20 Mark dann rund und wenn ich auch kein Licht mehr hab, dreht er den Strom ganz einfach ab. Wer hat Angst, wenn der Hausverwalter kommt, er fordert 60 Mark dann rums und bin ich auch vor Hunger schlapp, er nimmt das Geld ganz einfach ab. Wer hat Angst, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, er fordert 100 Mark dann rums. Und wenn ich nichts zu pfänden hab, zieht er ganz einfach wieder ab. Wer hat Angst? Wer hat Angst, wenn der Tod dann kommt, er fordert doch das Leben prompt. Bring ich auch 10 Mark 50 auf, er schickt mich in den Himmel rauf. Wer hat Angst? Wer hat Angst? Und nun ein Liebeslied von Otto Darmstadt, das wiederum der gelben Katharina, der an Gelbsucht erkrankten Katharina gewidmet ist. Ich hoffe, dass sie dadurch gesund wird. Das Lied wird so schön gegeigt, dass die Viren dran zugrunde gehen. Es beginnt mit einem klassischen Vorspiel.
genauso, wie ich es gestern in der Philharmonie gespielt habe. Und der Karajan, der hatte leider Urlaub gehabt, aber er hat gesagt, er will mich mal anhören. Falls ich auch geadelt werde. Gar nicht so gefragt, denn zu lautes Liebesstöhnen wertet man als kein Benehmen. Der Hungrige hat schweres Los, dem Satten fällt es in den Schoß. Das ist für den Hunger schlecht und dazu noch ungerecht. Darum tu, als wärst du satt, denn wer zeigt, dass er nichts hat, kriegt auch nichts, wird nie was kriegen. Darum sollst du öfter lügen. Und nun eine musikalische Kostbarkeit, die ebenfalls der gelben Katharina gewidmet ist. Wir spielen ein Flötenlied auf einer chinesischen Flöte. Man züchtet die Flöte aus Bambusspitzen. Die werden dann gehärtet, müssen 20 Jahre im Wasser liegen. Was für ein Fluss gibt es? Im Yangtze-Kiang zum Beispiel. Dann werden Löcher reingebohrt und sie gibt den echten chinesischen Ton von sich. Du kannst wieder gehen. Ich hatte noch ein Gedicht vorzutragen. Und nachher machen wir doch eine Dichterlesung. Es ist ein außerpolitisches Gedicht. Ein Glatzkopf hatte über Nacht noch mal ein Haar zur Welt gebracht. Er wachte auf, war hoch erfreut und sprach: Hoch lebe sie, die Fruchtbarkeit! Es ist ein chinesisches Liebeslied, übersetzt und gesammelt von Brunhilde Schaufel. Es ist sehr schwierig, das zu spielen, weil manchmal wird sie größer, manchmal kleiner. Wie das nur bei chinesischen Flöten so eine Eigenart ist. Und deswegen müssen wir uns immer die Tonart frisch raussuchen. Also das stimmt, ja. War die Wiese, hellblau war dein Kleid. Komm doch, Anna Luise, es ist mal wieder so weit. Schneeweiß war dein Leibchen, schwarz war auch die Nacht. Komm, mein rosa Torhäubchen, so wird es gemacht. Merci.
kommen wir zur Dichterlesung bis anschließender Diskussion. Als erstes ein philosophisches Gedicht von Otto Darmstadt. Aus der. Es war aus einer, aus seiner nachdenklichen Phase. Vorwiegend Medienpublikum heute hier, die kichern so richtig. Sind das deine Freikarten, die du verteilt hast? Dieses Gedicht befindet sich auf Seite 15. Ein Regenwurm war schlechter Dinge, vor Einsamkeit hat er geweint. Er sprang über eine Rasierklinge, da hatte er einen Freund. Jetzt werde ich das durch ein anderes Gedicht rausreißen. Ich muss zu meinen Gedichten sagen, dass die sich nicht mal unbedingt reimen müssen, so wie die von Herrn Insterbusch. Sondern dass meine Gedichte auch mehr oder weniger kleine Kurzgeschichten sind. Ein Flugzeug stand einsam in der Landschaft. Es hatte seinen Piloten aus den Augen verloren. Ein Pilot saß einsam an einem Bach. Er hatte sein Flugzeug aus den Augen verloren. Ich hoffe, dass ich keine Buhrufe ernte bei meinem nächsten Gedicht. Ist ein religiöses Gedicht von Otto Darmstadt. Am 27.03.1868 gedichtet. Wollen die Schweine im Himmel rumfliegen, fallen sie runter und bleiben liegen. Protestanten wie Katholiken tun ständig die Schweine totpieken. Doch denken sie nur an das Züchten der Schweine zu größeren Gewichten und vergessen darüber das Schwein, dem dann später die Flügel zu klein. Das werde ich durch einen kleinen Witz herausreißen. Es ist immer so, wenn wir hier auftreten, dass ich die Gedichte, die sich immer reimen, durch andere Ungereimtes... Du musst ja nicht deine Schwächen unbedingt verdecken. Ja. Und zwar habe ich da eine tolle Sache. Warum in London der Schnee nicht liegen bleibt, beziehungsweise dass es da nie Schnee liegt oder wenn es schneit, wissen Sie auch nicht. London hat nämlich einen Tower. wo der Lehrling sagt, ich soll den rasieren, und da sagt der Friseur zu seinem Lehrling, aber schneiden Sie sich nicht. Schneid dich nicht, sagt er zu seinem Lehrling. Ja. Das war eine ein Liebesgedicht, in dessen Sinn ich, als ich in den alten Manuskripten von Otto Darmstadt mal wühlen durfte, nicht so richtig dahinter gekommen bin. O Liebe, o Wunder, man wird plötzlich runder. Misserfolg macht bescheiden und schlicht, darum sei Dank dem schlechten Gedicht. War das auf mich gemünzt? Jetzt noch ein vegetarisches Gedicht. Kriegen die Kühe schlechtes Futter, wird's Margarine anstatt Butter. Ein Gedicht, das nochmal Katharina gewidmet ist. Sie muss nämlich Diät essen. Die Kälbchen werden im Sommer geboren mit langen Beinen und weichen Ohren. Doch weil die Hausfrau... Doch weil... Schneiden, bitte schneiden. Also ich fange nochmal an. Die Kälbchen werden... Das habe ich noch nie gelesen. Die Kälbchen werden im... Schneiden, nochmal schneiden. Sie hat zwar schöne Beine, sie hat zwar schöne Beine, aber nicht mehr alle Zähne. Ruhig alle. Die Kälbchen werden im Sommer geboren mit langen Beinen und weichen Ohren. Doch weil die Hausfrau auf Kalbfleisch geil, zerhackt sie der Fleischer mit dem Beil.
Jetzt noch ein Gedicht über... Ich finde das unästhetisch, das Gedicht. Ja, finde ich auch. Otto Darmstadt war ja Vegetarier. Und deswegen hat er alle... Ich habe dann auch noch sehr schöne Wurstgedichte. Aber jetzt erst Eingang, das Otto Darmstadts Gedichtband wird überbeschriftet mit folgendem Gedicht. Die Bücher stehen in schmalen, kilometerlangen Regalen. Otto Darmstadt war das nicht genug, drum schrieb er auch ein dickes Buch. Das ist nur eingangs. Da habe ich eine Kurzgeschichte. Als wir unsere erste Afrika-Reise unternahmen, fielen uns sofort die großen Ausmaße dieses Kontinents auf. Von diesem Tag an fuhren wir immer seltener nach Afrika. Die Schweiz oder Norwegen sind ja auch ganz possierlich. Aber wie sollte ich das meiner Mutter beibringen? Sand, nichts als Sand, ich wusste nicht, wohin ich treten sollte. Überall lagen die Haufen in der Wüste. Plötzlich erblickte ich eine Oase. Von hier aus führte mich der Weg direkt nach Bethlehem. Die Sahara war nicht gut in Schuss, ich ließ sie links liegen. Früher war das noch so ein schöner weiter Strand. Warum muss auch die Bundeswehr dort immer manövrieren? Erst machen sie die Lüneburger Heide kaputt und jetzt machen sie die Sahara kaputt. Was bleibt uns denn noch? Jetzt lass mich mal noch hier eigentlich noch ein... Schief ist der Turm von Pisa, stets lächelt Mona Lisa. Wird der einst zusammen krachen, vielleicht wird sie dann laut lachen. Man kann auch im Winter gut verreisen, zuverlässig mit Grüneisen. Kerzen spenden warmes Licht, eine kalte Frau mag Kerzen nicht. Jetzt ein Heimatgedicht von Otto Darmstadt. O Kurfürstendamm, Juwel in Berlin, wo täglich liebliche Mädchen langziehen, alleine zu zweit, getrennt und zusammen. O Kurfürstendamm, mein Damm, du mein Damm. Und jetzt sage ich noch ein Ostergedicht auf. Das hat historische Hintergründe. Otto Darmstadt war mit Johann Wolfgang von Goethe 1873 in Italien den ganzen Sommer über. Sie machten ausgedehnte Spaziergänge und dichteten zusammen beide an einem Faust. Das ist der Faust, den Goethe am 4. Oktober um 23 Uhr in Form eines Musicals hier aufführen. Ja. Das ist Premiere, das möchte ich jetzt schon sagen. Also sie hatten so lange zusammengedichtet, bis sich dann ihre Auffassung von der Form irgendwie entfremdeten. Goethe wollte was Klassisches bringen und Otto Darmstadt in Musical-Form. Und hat nachher jeder seinen Faust alleine weitergemacht. Aber der Osterspaziergang... Den Faust von Goethe kennen Sie, den von Otto Darmstadt am 4. Oktober um 23 Uhr hier in diesen Räumen. Und zwar Faust 1 und Faust 2. Ja. Was Goethe in mühevoller in 6 Stunden kaum schafft, das schafft Otto Darmstadt in 20 Minuten. Aber diesen Osterspaziergang, der authentisch ist, den hören Sie nun jetzt von mir gesprochen und später im Faust auch von mir gesprochen. Allerdings verkleidet als wie heißt der noch? Weiß ich noch nicht. Er ist der Mephisto, Peter ist der Faust und Jürgen Bartz macht das Gretchen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, die Bäume erholen sich von ihrer Schwäche. Durch das frühlingsholden, belebenden Blick erholen sie sich Stück für Stück. Im Tale grünet Hoffnungsglück, das sieht man auf den ersten Blick. Der alte Winter in seiner Schwäche, beherrschend einst die ganze Fläche, zog sich in raue Berge zurück. Na, da haben wir ja Glück. Von dort her sendet er fliehend nur auf die hinterlistige Tour. Ohnmächtige Schauerkörnigin Eises, man hört ein Prasseln, ein ganz leises, über die grünende Flur. Wolfgang und ich, wir lachen nur. Wir werfen jetzt einen Blick in Tante Elses Plattentruhe. Wir feiern heute den 65. Jahrestag der Schellackplatte. Wer kennt sie nicht, die kleinen, runden Dinger, die zerbrechlichen. Und Schlager der 30er Jahre haben wir eine kleine Kostprobe.
erobern. Zwei Mokka für Baby und für mich. Dazu ein Stückchen Streusel Kuchen. Haha, mein Herz ist heute locker für Baby und für mich. Darum will ich es heute auch versuchen. Herr Ober, zwei Mokka für Baby und für mich. Dazu von Baby einen Kuss. Dann spare ich den Zucker, ich bin ein armer Schlucker, Herr Ober, und dann ist Schluss. Im Mai, so in den ersten Frühlingstagen, in Liebe und Natur gern Hand in Hand. Die Mädchen werden rot, die Finken schlagen, kurz der Frühling ist wieder im Land. Und wenn sich dann ein Jüngling für einen Mann hält und jedes Mädchen macht vor ihm einen Knicks, dann wird es höchste Zeit, dass er sich ranhält. Denn zum Schluss steht er da und hat nichts. Wer im Frühling keine Braut hat, der bekommt auch im Herbst keine Frau. Wer im Frühling nicht Bescheid weiß, ja, der wird auch im Herbst nicht mehr schlau. Wer im Frühling keine Braut hat, wo doch jeder von Küssen nur träumt, und er geht dann im Mai an der Liebe vorbei, ja, dann tut er mir leid. Wer im Frühling keine Braut hat, der bekommt auch im Herbst keine Frau. Wer im Frühling nicht Bescheid weiß, ja, der wird auch im Herbst nicht mehr schlau. Wer im Frühling keine Braut hat, wo doch jeder von Küssen nur träumt, und er geht dann im Mai an der Liebe vorbei, ja, dann tut er mir leid. Frühling! Wir fallen jetzt etwas aus dem Rahmen der Folklore heraus. Was Sie bislang hörten, war Folklore. Frau? Ich bin gefahren viele Jahre, mein Schiff war weiß wie Schnee. Und immer wenn ich auf die Reise ging, stand immer sie am Quai. Ich strich ihr sachte in das Haar. Sie gab mir still die Hand, und auf der Brücke rief ich dann hinüber in das Land. Meine nicht, du musst nicht traurig sein, denn mein Schiff kommt zurück. Ich und bleib mein Herz. Du allein bist mein Glück. Die Sterne, die grüßen von dir und von mir und immer nur sagen sie dir, für dich. Weine nicht, Mensch, weine doch nicht. Muss nicht traurig sein, denn mein Herz gehört dir nur allein. Vorschau auf unser künftiges Weihnachtsprogramm. Man fand einen Stall nur dazu mal. Heute sind Obdachlose asozial. Das war ja eigentlich schon von der letzten Weihnacht. Bist du bereit, Meister? Und nun ein Lied aus dem Russland-Zyklus von Otto Darmstadt, der natürlich selbstverständlich auch Katharina gewidmet ist.
Wir spielen ein russisches Abendlied, das sehr verbreitet ist, verbreitet wie der Abend. Überhaupt. Wir bringen es in Originalsprache. Zu dieser Flöte gesagt, es ist eine sehr lange Flöte, so lang wie sie nur in Russland vorkommt. Je größer das Land, desto größer die Flöten. Dieses Instrument hat 12 Löcher. Ich decke 7 davon ab und mein Partner Jürgen Barth die restlichen 3. Er ist der sensiblere von uns beiden, deswegen kriegt er die Basslöcher. Dieses Instrument, wie ich es bewiesen habe bei unserer Weihnachtsvorstellung, kann auch allein gespielt werden. Dazu braucht man die echten kaukasischen Fußlappen dazu, weil man das nämlich mit den Füßen spielen muss. Die sind inzwischen in der chemischen Reinigung. Und ich habe sie heute nicht wiedergekriegt und deswegen bin ich angewiesen auf meinen Partner hier. Der Sinn dieses Liedes ist folgendermaßen, da ja die wenigsten von uns Russisch können. Der Sinn der ersten Strophe, o Abendklang, o Abendklang. Und der Sinn der zweiten Strophe, o Vaterhaus, o Vaterhaus. Oder wer kein Vater mehr hat, o Mutterhaus, o Mutterhaus. Das wissen die zu schätzen, die noch bei ihren Eltern wohnen müssen. Kostlogieren. Das alles sage ich alles nur für Katharina. Dieses Lied hat kein Vorspiel. Die ersten Töne, die Sie hören werden, dienen lediglich der Tonfindung. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. И как я с ним бом навек прост я с бом там слышал звон бом позлетный бом. Jetzt kann geklatscht werden. Weil ein sehr magerer Beifall, da hätte ich auch nur die 5 Löcher zu spielen brauchen. Es ist so, dass sich der Kreis jetzt schließt. Welcher Kreis? Ja, wir alle. Der weiße Kreis, der schließt sich. Wir machen das jetzt. Wird ja ein heißer Sommer, Pflicht, Karl. Heute Abend merkt man das schon hier. Wir schwitzen, es wird ein heißer Sommer in Berlin. Es ist jetzt so, dass wir langsam Schluss machen und sehr schnell eigentlich. Wir danken Ihnen, wir hatten wie so. Wir befinden uns schon mitten im Zugabenteil. Der hat schon. Sie waren ein reizendes Publikum. Wir haben nichts auszusetzen. Wir haben an dem Publikum haben wir nichts auszusetzen. Wir verabschieden uns jetzt mit Blumengrüßen. Wir verabschieden uns jetzt mit einem Gitarrensolo von Ingo. Ach so. Ingo, hol mal deine Gitarre. Sodass es wirklich noch etwas den Rahmen der Folklore hat. Und wir sehen uns vielleicht mal wieder am 4. Oktober, wenn wir hier Faust 1 und 2 in Form eines Musicals bringen. Im Sommer bringen wir die Gudrun-Sage. Den ganzen Nibelungenring, die Götterdämmerung. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Und vor allem. Vor allem werden wir mitten im Sommer die Winterreise bringen, wo der beste Wintermantel prämiert wird. Es wird dann so sein, dass wir einen ganz besonderen Gag vorhaben. Sollen wir das schon verraten? Nein. Für unsere Hörer draußen. Ah, doch, das ist alles.
Falls sich Touristen drunter befinden. Und für zwar die Touristen. Haben wir eine ganz tolle Sache vor. Wir machen hier im Sommer heizen wir mordsmäßig ein. Wir haben Öfen. Und wir sagen aber vorher an, dass hier eine Tiefkühlanlage installiert kommt, ist. Kommt in den besten Wintermantel. Und dass der wärmste Wintermantel prämiert wird. Und der Gag ist, Juli. Nun, dass zusätzlich geheizt wird, die Türen werden verschlossen. Und es gibt heiße Getränke, Glühwein und wir baden hier auf der Bühne. Machen ein Badefest. Völlig, mit völlig nacken. Eis am Stiel? Nein, ne, mit Ach so! Nun denn, falls Sie in Ihrem Haushalt noch eine Badewanne übrig haben, wir halten unsere Inszenierungen so billig wie möglich. Wir sammeln immer beim Publikum. Wir wären sehr dankbar für eine Zinkbadewanne, die uns diese Inszenierung ermöglichen würde. Bitte zu richten an den Leiter dieses Theaters, Herrn Schäfer. Schäfer. Der, ist nicht der Vater von Katharina Schäfer. Den Namen gibt es ja häufig, weil es früher viel Schäfer gab. Schafe gehütet haben, gemolken. Sie kommen wohl alle aus der Lüneburger Heide. Es ist so, dass Ingo sich jetzt mit einem Gitarrensolo verabschiedet und ich glaube kaum, dass es dann noch Zugaben gibt. Glaube ich kaum. Sie waren ein reizendes Publikum und vielleicht sehen wir uns mal wieder im Haus Caro am See. Ah, nicht, nach der Philharmonie gibt es keine Steigerung mehr. Nein, doch. Wir waren in der Philharmonie gestern. Und wir haben jetzt ein Preisausschreiben ausgestellt, für uns einen Ort zu finden, der noch höher ist als die Philharmonie. Höher liegt als gibt's die Philharmonie. Nicht, also, Haus Caro ist weniger. Den Friedrichstadtpalast ist auch weniger. Gibt es nur noch die Carnegie Hall. In Mailand. Nee. Ingo spielt jetzt so lange, bis auch der letzte Gast gegangen ist. Kann ich dir mal was sagen? Das ist eine Durchsage, das Tonband ist schon alle. Also ist abgelaufen? Ja, brauchst du gar nicht mehr so viel Mühe zu geben. Es wird nicht festgehalten für den Nachwelt. Aber weiter. Wir werden hier im Sommer auch Vorführungen machen, wo die Leute sich beteiligen, die Gäste mitmachen können. Preisschießen. Auf uns. Mit Wasserwerfern. Wir geben auch einen Kursus für Demonstrationen, dann, wie man sich am besten gegen Wasserwerfer schützen kann. Am besten mit Brausepulver. Merkst du, dass keiner darüber lacht? Bist du schwerhörig? Er ist doch mit diesem Spiegelei, mit diesem gelben Helm ist er gegangen. Und, Gott, er spielt noch. Aber man kann eben nur weiterspielen, wenn man sich raushält. Und das ist eigentlich die Moral des Abends heute Abend. Raushalten. Das war unter dem Motto, haben Sie den heutigen Abend genossen. Raushalt ist doch ein schönes Kabarettprogramm, nicht? Ja. Unser nächstes Programm hören Sie unter dem Motto Raushalten. Raushaltetaktik. Niemals reinhalten, immer raushalten. Also Ingo verabschiedet sich jetzt mit Contiki und ich glaube kaum, dass es noch eine Zugabe gibt. Glaube ich kaum.